Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Habe ich Ihnen schon dieses Werkzeug gezeigt? Ja, haben Sie. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass ihr einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? 10 Francs bitte, mein Lieber. 10 Francs? Das ist Wucher. Wenn Sie meinen. Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Ich wusste, dass ich nicht immer nur Blumen verkaufen würde. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute, kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja. Sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Tür versucht, aber sie ist verschlossen. Wissen Sie, das Problem habe ich dem Vermieter schon 1000 Mal gemeldet. Es ist die Feuchtigkeit. Das ganze Gebäude ist wie ein Schwamm. Es saugt Feuchtigkeit von Gott weiß woher auf. Sie meinen, die Tür ist verklemmt, weil sie aufgequollen ist? Genau. Es gibt aber einen Trick, wie man sie aufbekommt. Man darf nicht zu stark drücken. Nur ein kleiner Schubs oberhalb des Schlosses. Danke für den Tipp. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die billige Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt, trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur.
Das werden Sie ganz sicher. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Bonjour, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut, ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Mehr noch, ich weiß auch, wo er das Clownkostüm geliehen hat. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie, Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Ich habe meine Fotografien dem Verleger vorgelegt, aber er hat sich nicht dafür interessiert. Glaubt man das? Er riet mir, die Story fallen zu lassen. Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Weißt du, was ich glaube? Es ist eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Es ist La Risée du Monde darin eingedruckt. Die Lachnummer der Welt? Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Warum ziehst du sie nicht an, George? Keine Chance. Dann sehe ich ja wirklich so dumm aus, wie ich bin. Außerdem war er vielleicht erkältet. Ich habe dir die rote Nase doch schon gezeigt, oder nicht? Ja, das hast du. Warum gehst du nicht mal in den Laden, aus dem sie stammt? Vielleicht tue ich das. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Ja, das hast du mir schon mal gezeigt. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Sieh dir seine linke Wange genauer an. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Ich kann mir immer noch einen Abzug machen. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Habe ich dir das Papiertaschentuch schon gezeigt? Ja, George, ich habe dich doch gebeten, es wegzuwerfen. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht.
4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder, machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Hast du einen Freund? Das geht dich nichts an. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Wurde er wegen Geld umgebracht? Nein, er hatte keine Verwandten und das Vermögen ging an das Waisenhaus, in dem er aufwuchs. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Er hatte sich darauf verschworen, der japanischen Automobilindustrie ans Leder zu gehen. Ich glaube nicht, dass er mit so einer verrückten Politik große Unterstützung bekommen hätte. Yamada war ein Mann der Visionen. Er war seiner Zeit voraus. Wenn Sie das sagen, wie ist er gestorben? Unter den Händen oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Verte gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ich weiß ja nicht, ob Sie das nur sagen, damit ich glaube, Sie wüssten nicht, was ich meine, aber... Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Wussten Sie schon, dass einer Ihrer Kunden zeitweise als Clown auftritt? Wenn ein Mann mit einer Pappnase und einer Torte im Gesicht glücklich ist, wo liegt da das Problem? Haben Sie mal einen Anzug für einen Mann mit einer Gesichtsnarbe angefertigt? Eine Narbe in Form eines Halbmondes? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann und ich lasse Sie in Ruhe. Und wenn ich es nicht sage? Lasse ich Sie nicht in Ruhe. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wenn Sie mir seinen Namen nicht verraten. Wissen Sie, wo ich den Kerl mit der Narbe finden kann? Ich habe doch gesagt, ohne Namen läuft da gar nichts. Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört.
Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einer Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen. Und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hat er gar keinen Hund, was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick. Ich mache mich wieder auf die Suche nach dem Clown. Wo? Ich werde wohl mal dem Kostümverleih einen Besuch abstatten. Gute Idee.